Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Wir haben ja noch irgendwas zum Untersuchen. Ein Kopf ohne Körper. Das darf nicht sein. Ein Dämon der Dunkelheit. Ein Bordkopf ohne Körper, das deutet sich auf ein tieferes Geheimnis hin, das aufgedeckt werden möchte. Okay, decken wir es mal auf. Ah, verdammte Wackets! Mir geht's gut. Was für ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Ich bin Wren, Nachkomme von Alkonos, der legendärsten Forscherin der Galaxie. Sicher hast du von ihr gehört. Habe ich nicht. Naja, ist ja auch egal. Ich strebe nach einer Wiedervereinigung mit Alkonos, aber mein Kopf wurde mir von diesen fiesen Borkids vom Körper gerissen. Er ist gleich hinter diesen Türen. Irgendwo ist ein Hebel. Aber bis ich mit meinem Gestell wieder vereint bin, musst du meine Arme sein. Okay. Herausragende Arbeit. Und jetzt komme ich holen. Vielen Dank. Nehmen wir dich mal mit. Und wenn du jetzt mein Gestell findest, werde ich dich mit Geschichten von Alkanos Abenteuern erfreuen und von dem Schatz, den sie suchte. Okay. Viel besser. Und du? Folgst du meinem Ruf und hilfst mir, Alkanos Verteidigerin von Basur zu finden? Alkanos, die Defragmentierte? Nichts? Wirklich? Herrje, sie ist die Typhon de Leon unter den robotischen Forschern. Die beiden haben sogar eine seltene Partnerschaft zwischen Bot und Mensch. Vor langer Zeit suchte Alkanos die alte viridianische Stadt Azamakmur. Auch wenn Dekaden seit ihrer letzten Übertragung vergangen sind, bin ich dennoch zuversichtlich, dass sie unsere Anwesenheit bemerkt hat und eine wundervolle Feier zu meiner Ankunft vorbereitet. So, vergessen, dass wir das Ding ja, das ist ja ein wenig explodiert beim Nachladen. Explodiert das eigentlich stärker? Kein Willkommenskomitee. Und die Tür ist verschlossen? Nun, Alkanos, die Wiedereroberin, kann nicht einfach jeden in Azamakmur reinlassen. Einen Moment. Mist. Sieht so aus, als hätten diese fiesen Warkids meinen Hoverjet beschmiert. Geh du nur schon vor. Suche Alkanos und die Expedition. Okay. Von Carapius vom Silbersinn und Noratio dem Tapferen, deren Lieder ich als Bordfrischling heruntergeladen habe. Oh. Du bist Beute. Dieses Ende war dein Schicksal. Das kann ich nicht knacken, mal ja, aber jetzt. Was du versteckst. Treffen hilft manchmal dann doch. Ich glaube mal wieder 600. Wir können, glaube ich, mal wieder einkaufen gehen. Wir haben den Eingang von Azamakmur erreicht. Der Leon sucht die Koordinaten der eridianischen Heimatwelt. Aber der Schatz, den ich suche, ist Azamakmur selbst. Denn ich spüre eine Verwandtschaft mit den Eridianern und träume von einer Heimat für mein Volk. Okay, es sind nicht nur Geschichten da drin. Mal was Nützliches. Sehr schön. Meine Sensoren zeigen, dass Lark in der Nähe ist. Lark? Lark, hörst du mich? Piepe, wenn du verletzt bist. Wo bist du, Lark? Es hat gepiept. Finde das unnachlässige Piepen. Piep, 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 ich hab dich lieb. Also, lass mal Muni holen. Geht's hier hoch? Oh. Oh, Lark. In Stücke gerissen von Barkit. Elende Schufte. Lark ist
ferngesteuert hochzufahren. Vielleicht sehe ich etwas über seinen Tod oder das Schicksal der Expedition. Okay. Lark, niedergestreckt. Doch die Gruppe zieht weiter nach Azamakmur, um die Flamme der vergessenen eridianischen Stadt neu zu entfachen. Heute haben wir eine seltsame Tür gefunden, deren Runen aufleuchten, wenn sie dreimal vom Feuer durch die Ringe geküsst werden. Typhon de Leon und seine Eridianer-Expertin Leda haben sich als nützliche Gefährten erwiesen. Und so ziehen wir weiter, kleine Lichter im Dunkeln. Mach die Tür auf. Die zurückeroberte Stadt Azamakmur wartet. Ich weiß nicht, das hier ist so eine Herr der Ringe-Anspielung, so Minen von Moria, oder? Könnte ja sein. Aktiviere die Runen, okay. Höre Alkanasts Worte. Reih drei Ringe auf und schieß. Ah. Zwei, drei, aber das geht von hier oben wahrscheinlich. Noch höher? Tu, wie Leda es getan hat, und suche drei Ringe. Oder ich schieße von hier unten durch. Genau. Ich höre dich, Bestie. Was für Nummer 1? Schieß mit Bedacht. Drei Ringe. Ja, ja, reih sie auf. Da hätten wir noch was. Gefällst du mir besser? Noch drei. So geht das jetzt nicht. Du musst durch die Ringe auf die Runen schießen. Ah, okay. So gilt das wohl nicht. Höre Alkanosts Worte. Reih drei Ringe auf und schieß. Vielleicht kann ich von da oben noch was holen. Das könnte jetzt passen, ne? Tu, wie Leda es getan hat, und suche drei Ringe. Auch hier, das sind ja wieder drei Dinger, die gelten nicht rum. Kannst du mich sehen, Tod? Muss ich da auf die viereckigen da schießen? Sie die hochkant sind. Schieß mit Bedacht. Drei Ringe. Ja, ja, reih sie auf. Ich kann ja hier nur dadurch schießen. Achso, von der anderen, von hier aus? Mich auch nirgendwo hin.
Elkanas Zworte. Reih 3 Ringe auf und schieß. Wie gesagt, das wären ja schon mal 3 Ringe. Zählt aber nicht. Kommen wir dahin? Tu, wie Leder es getan hat. Und suche es geht ja von Ringe. Da oben noch was. Ich weiß ja nicht. Ist nicht so eindeutig alles. Beziehungsweise funktioniert halt nicht so. Wirklich. Du musst durch die Ringe auf die Runen schießen. Naja, ich guck mal, was wir hier noch machen können. Einen Augenblick. So, okay, ich glaube, ich muss einfach warten, bis das anfängt, sich zu drehen. Nicht direkt schießen. So, hier hätten wir nochmal 3 Ringe. Seht ihr euch mal? Höre Alkanas wohl nicht so. Reih 3 Ringe auf und schieß. Gut, darüber von da oben, ob ich da was reißen kann. Nicht wirklich. Tu, wie Leder es getan hat, und suche 3 Ringe. So, dreht euch doch bitte mal. Das sind doch hier 3 Ringe. 1, 2, 3. So. Also das will er nicht. Das haben wir schon. Wieso willst du das da denn nicht? Das sind 1, 2, 3 Ringe. Kann ich die irgendwie benutzen? Wegschieben? Nö. Hier gibt es ja auch keine Rune, auf die ich schießen könnte. Vielleicht muss ich da ganz hinten oben hochklettern, dass ich noch weiter weg muss. Ah, okay, von hier aus zählt es dann. Sehr gut. Auf zu Alkanast, die unsere Anwesenheit in diesem Moment sicher bemerkt hat und ihr persönliches Gefolge schickt, um uns in Azamat Nur zu begrüßen. Und sag Alkanast, sie soll mir ihre besten Sanitätswurz schicken, denn ich bin wirklich vollgeschmiert. So ekelhaft. Blut, überall Blut. Wissen wir doch hier. So, geh mal weg. Das kannst du knicken. Was Sniper haben wir verwendet, das stimmt. Zack. Ah.
böse Larve. Ja, zum Glück haben wir das Geld vorher abgegeben. Aber auf der Brücke zu kämpfen ist, glaube ich, nicht so ganz sinnvoll. Wahrscheinlich. So, das hat sich jetzt ja geöffnet, netterweise. Keine neuen Geschichten, verdammt. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Fabrizi. Hier wird nichts verpuppt, das könnte er knicken. Lauft, lauft, ihr Schwächlinge! Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Kommt, bevor die es draufgehen. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Da ist erstmal noch zu. Aber ich denke, da werden wir auch noch irgendwann hinkommen. Boah. Weiter geht's. Ja, so einiges. Einige Frame Drops. Wegen des Rauchs, warum hast du hier so Probleme, liebes Spiel? Wahrscheinlich. Okay. Will doch nicht da rein, das ist so ruckelig da drin. Oh. Klopp. Ja, ich glaube, das soll ein Herr der Ringe-Anspielung werden. Ein Unfall. Ich weiß ja nicht. So. Nice Wacket. Also vielleicht doch mal hier die etwas... Härteren Geschütze rausholen. Gerade im falschen Moment verpuppt, oder? Wie süß. Da. Bist halt praktischerweise immun gegen meine Waffe.
gute Waffe. Andererseits könnte ich ja genau deswegen mal hier kurz austauschen. Was machst du, Blitz? Was hältst du davon? So viel. Ich schicke dich zu Tod. Sie wird dich zu schätzen wissen. Ja, bitteschön. Solche. Mir wäre das ehrlich gesagt sogar ein bisschen besser gefällt als die Pistole gerade. Könnte halt ein bisschen schneller schießen, aber ansonsten. Vielleicht lassen wir das auch gerade mal so. So, was haben wir hier? Sehr gut. Dann gehen wir da in der nächsten Folge mal raus. Hier ist ja noch ein bisschen was zu looten. Und daher nehme ich mal noch die Munition mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.